Ich lese. Stiftung Warentest, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Medikamente im Test. Und bei im Abschnitt Nagelpilz des Kapitels Haut, Haare bin ich angekommen bei dem Wirkstoff oder der Wirkstoffgruppe Imidazole innerlich angewendet. Ich lese vor. Imidazole in Klammern innerlich, grün, geeignet. Fluconazol in Klammern Kapseln, Itroconazol in Klammern Kapseln. Geeignet bei hartnäckigen Nagelpilzen, die mit äußerlich anzuwendenden Mitteln nicht ausreichend behandelt werden können. Diese Wirkstoffe in Kapselform sind zur Behandlung von schweren und oder sehr hartnäckigen Pilzerkrankungen geeignet. Wenn Imidazole eingenommen werden, ist das Risiko für unerwünschte Wirkungen größer als bei ihrer äußerlichen Anwendung. Sie werden daher erst eingesetzt, wenn eine Pilzinfektion mit äußerlich anzuwendenden Präparaten nicht ausreichend zu bekämpfen war. Wichtig zu wissen: Fluconazol kann kontinuierlich oder einmal wöchentlich gegeben werden, dann jedoch langfristig über 9 für Fingernägel bis 12 für Fußnägel Monate. Itraconazol wird bei Nagelpilzinfektionen ununterbrochen über 3 Monate verabreicht. Denkbar ist aber auch eine Intervallbehandlung. Während der Einnahme von Itraconazol sollte der Arzt die Leberwerte kontrollieren. Falls sich diese erhöhen, müssen Sie die Arznei absetzen. Während der Einnahme von Fluconazol oder Itraconazol sollten Sie vorsichtshalber für einen sicheren Empfängnisschutz sorgen, zum Beispiel Pille, Vögel mit Nagelpilz. Dieser sollte bei Itraconazol noch über 4 Wochen nach dem Ende der Behandlung fortgesetzt werden. Deshalb bin ich dafür, dass Frauen sich immer die Strümpfe ausziehen und die Schuhe. Die Medikamente können Haarausfall auslösen. Bei Frauen können Menstruationsstörungen auftreten. Sowohl Fluconazol als auch Itraconazol können Leberschäden verursachen. Treten Übelkeit, Erbrechen und bzw. oder dunkel gefärbter Urin auf und ist der Stuhl auffällig hell, sollten Sie einen Arzt aufsuchen und. Wenn sich die Haut gelb färbt, möglicherweise begleitet von starkem Juckreiz am ganzen Körper, sollten Sie ebenfalls sofort einen Arzt aufsuchen und die Tabletten absetzen. Beide Wirkstoffe können zudem Herzrhythmusstörungen, insbesondere Herzstolpern und Herzrasen, auslösen. Wenn Sie bereits Herzrhythmusstörungen oder eine Herzschwäche haben, dürfen Sie die Arzneimittel nur anwenden, wenn der Arzt vorher Nutzen und Risiken sorgfältig abgewogen hat. Bei Medikamenten mit Fluconazol kann eine besonders gefährliche Form von Herzrhythmusstörungen vorkommen. Itraconazol kann Brustschmerzen auslösen, weil dann immer der Verdacht besteht, dass es sich um Angina pectoris-Beschwerden handeln könnte, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn Sie noch andere Medikamente nehmen, müssen Sie beachten, dass Sie die folgenden Wirkstoffe nicht oder nur mit Vorsicht zusammen mit Fluconazol und Itraconazol anwenden dürfen. Fluconazol und Itraconazol verstärken die Wirkung der geringungshemmenden Mittel Fenoprocoumon und Warfarin, die bei erhöhter Thrombosegefahr als Tabletten eingenommen werden.
Das erhöht das Risiko für innere Blutungen. Fluconazol und Itraconazol verstärken die Wirkung von Terphenidin in Klammern bei Allergien, Klammer zu, sowie von Pimozid, Klammer auf, bei Schizophrenien und anderen Psychosen, Klammer zu, und Chinidin in Klammern bei Herzrhythmusstörungen, Klammer zu. Dadurch steigt die Gefahr für schwerwiegende Herzrhythmusstörungen. Fluconazol und Itraconazol verstärken die Wirkung von Atorvastatin, Rovastatin und Simvastatin bei erhöhten Blutfettwerten in Klammern. Dadurch steigt die Gefahr, dass als unerwünschte Wirkung dieser Medikamente Muskelerkrankungen entstehen. Fluconazol und Itraconazol verstärken die Wirkung von Midazolam und Triazolam, in Klammern bei Schlafstörungen, Klammer zu. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Mittel auch tagsüber schläfrig und unkonzentriert machen und ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen. Itraconazol verstärkt überdies die Wirkung von Digoxin, in Klammern bei Herzschwäche, Klammer zu, und erhöht damit das Risiko für Herzrhythmusstörungen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Fluconazol kann, wenn dies erforderlich erscheint, bereits bei Neugeborenen zum Einsatz kommen. Itraconazol darf bei Kindern und Jugendlichen nur angewendet werden, wenn andere therapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Insbesondere im ersten Drittel einer Schwangerschaft sollte eine Pilzinfektion nicht mit Medikamenten zum Einnehmen behandelt werden. Auch während der Stillzeit können Sie eine Pilzinfektion möglichst lokal behandeln. Ist die Einnahme eines Antipilzmittels zwingend erforderlich, sollte eher Fluconazol gewählt werden. 60 plus für ältere Menschen. Bei älteren Menschen muss die Dosierung von Fluconazol verringert, auf die Anwendung von Itraconazol sollte möglichst ganz verzichtet werden. Das ist ein komplizierter Satz. Ich würde sagen, hinter verringert gehört auch schon ein Werden. Es liegen keine ausreichenden Daten zur Wirksamkeit und Verträglichkeit vor. So, das war das Kapitel. Nee, das war nicht das Kapitel, das war der Teil. Nagelpilz im Kapitel Haut-Haare. Es geht weiter im Kapitel Haut-Haare mit Neurodermitis und andere Ekzeme. Das ist ein bisschen länger. Da habe ich was zu tun. Ups. Ja. So, das ist Seite 65. Guck mal, was da noch kommt. So. Da ist es. Nagelpilz, Neurodermitis und andere Ekzeme. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es kommen noch 6 und ich habe abgearbeitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt insgesamt 17 und ich habe 11 von 17. Das ist doch schon mal gut. So. Das reicht für heute.